erst gestern Morgen, so gegen 5:30 morgens, ist mir aufgefallen, wie anstrengend das eigentlich ist, Auto zu fahren, wenn die Sonne tief steht, wenn sie gerade aufgeht. Naja, die Anstrengung war die eine Sache, aber die andere Sache, und das war wirklich der ganz bedeutende Faktor, liebe Zuschauer, war die Angst, einen Unfall zu bauen, denn das ist richtig gefährlich. Ich habe auf einmal die Fahrbahn nicht mehr erkannt. Die Fahrbahnmarkierung ist im Sonnenmeer aufgegangen, man konnte nichts mehr sehen. Und haben Sie das auch schon mal gehabt, dass Sie die Sonnenblende runtergekippt haben und sich so ein bisschen hochgesetzt haben und geschaut haben, wie kann ich denn jetzt hier noch irgendwas erkennen, ob da jemand vor mir fährt, ob da irgendwas ist, ob da eine Kurve kommt oder Co. Müssen Sie nicht mehr machen. Wir haben hier den richtigen Helfer für Sie, aber nicht nur bei Tag, sondern auch bei Nacht. Ja, und das ist die Night Vision, also die Brille für nachts, die gerade Vivian aufhat. Aber fangen wir mal bei der Sonnenbrille an, also tagsüber. UV-Schutz, das ist übrigens eine Überziehbrille, das zeige ich Ihnen gleich. Die kann getragen werden, wenn man Brillenträger ist oder auch, wenn man nicht Brillenträger ist. Ist unglaublich beliebt. Wichtig ist, dass beide Brillen polarisiert sind. Und wenn Sie Fotograf sind, dann wissen Sie, was das bedeutet, weil Fotografen, Profifotografen, setzen oftmals polarisierte Objektive ein, um Spiegelungen zu entfernen. Also gerade wenn sich Wasser irgendwo spiegelt oder auf der Scheibe gibt es diese Spiegelungen, die werden hiermit komplett entfernt und UV-Schutz selbstverständlich. Jetzt ist das auch nicht nur beim Autofahren, sondern auch beim Motorrad oder natürlich auch bei Radfahrern sehr beliebt. Und ich zeige Ihnen jetzt auch mal, warum. Cabrio-Fahrer übrigens, die sind da auch begeistert, weil jetzt nur bei der Sonnenbrille, wenn ich auf die Seite schaue, schauen Sie mal hier, habe ich genauso einen Schutz für die kompletten Augen. Das heißt, auch einen Schutz gegen Zugwind. Dir brauche ich nichts erzählen, was eine Bindehautentzündung, was das für unangenehme Schmerzen auch sind. Hiermit werde ich geschützt. Und jetzt schauen Sie mal, ich ziehe jetzt mal meine ganz normale Brille noch auf. Ich habe ja eine Lesebrille, die habe ich jetzt hier mitgebracht. Und jetzt schauen Sie, auch wenn Sie Brillenträger sind, und zwar Dauerbrillenträger, schauen Sie mal, die passt perfekt drüber. Sie sehen das? So, und jetzt brauche ich also auch keine Sonnenbrille mehr mit Sehstärke, genau. Ich kann die gerade drüber ziehen. Das ist für die Sonne. Aber zu Sonnenbrillen, ich glaube, die Funktion, die hat jeder verstanden. Aber hier, das, was Vivian jetzt trägt, das ist die Night Vision. Und die Night Vision ist ganz, ganz wichtig. Man hört immer wieder im Umfeld, geht dir wahrscheinlich auch so, Vivian, dass jemand sagt, oh, ich glaube, ich bin nachtblind. Ich sehe nichts mehr. Oder fährt gar nicht mehr bei Nacht, weil man Angst hat. Jetzt muss man sagen, Nachtblindheit, das ist nur umgangssprachlich. Es gibt zwar Nachtblindheit, aber das haben vielleicht 0,3% der Bevölkerung. Also die Wahrscheinlichkeit ist ausgeschlossen. Aber man fühlt sich nicht mehr sicher, weil eben alles spiegelt. Gerade nachts, die Scheinwerfer, man hat oftmals den Eindruck, man sieht doppelt. Sie kennen das vielleicht, wenn es da noch regnet, ist es ganz, ganz schlimm. Und dann, wenn du diese Scheinwerfer und die ganzen Lichter nicht mehr richtig einordnen kannst, dann wirst du unsicher, weil du auch keine Geschwindigkeit, keine Entfernungen mehr einschätzen kannst. Und dann kommt man eben irgendwann mal zu dieser Aussage, hoppla, ich glaube, ich bin nachtblind. Dann probieren Sie jetzt das mal mit dieser Night Vision. Setzen Sie die auf und Sie werden sehen, plötzlich werden die Konturen wieder klar. Ja, die Spiegelung fällt weg durch die Polarisierung und durch dieses gelbe Glas wird alles jetzt entschärft. Sie werden nicht mehr geblendet. Ganz, ganz schlimm ist es teilweise, und das geht mir auch so, wenn du die neuen Xenon-Scheinwerfer, wenn dir da jemand entgegenkommt. Ich finde immer, die blenden wie die Sau, ja, aber das wird damit auch entschärft. Und somit macht man was für, erstmal für die Fahrsicherheit, aber auch für sein eigenes Sicherheitsgefühl, weil wer wieder besser sieht, der fährt wieder sicherer, der fühlt sich sicherer. Und da braucht man keine Panik haben, oh, ich muss in Dunkelheit noch mal fahren. Ja, also Sie sehen, hier wirklich zwei hervorragende Produkte und jetzt müssen wir schauen, das ist ein Zweier-Set. Wir haben einmal die Night Vision, die Vivian trägt. Du kannst aber auch mal die Day Vision aufziehen, damit wir sehen, dass das wirklich für jeden geeignet ist. Und einmal natürlich die Sonnenbrille. Und das Zweier-Set jetzt für 18,91 € ist ein unglaublicher TV-Sonderpreis. Ich weiß, dass da viele Radfahrervereine auch mehrfach zugreifen, weil sie diese Brille lieben. Eben aus den gesagten Gründen, weil auch von der Seite keine Zugluft mehr reinkommt und auch kein Blenden von der Seite. Sie kennen das mit den topmodischen Sonnenbrillen, mit diesen ganz dünnen Bügeln. Da hat man diesen Schutz nicht. Und hier auch was, schau mal, das ist auch wichtig. Du siehst auf dem Handy oder auf dem Smartphone oder auf dem Tablet nichts oder auf dem Laptop wegen der Sonne. Ja. Ja,
Das kannst du jetzt durch die Polarisierung auch erheblich entschärfen. Das heißt, du wirst alles wieder wesentlich deutlicher, weil diese Spiegelung wegfällt, erkennen. Also auch da sehr, sehr hilfreich, aber vor allem natürlich im Straßenverkehr. Du hast es vorhin gesagt, gegen die tiefstehende Sonne. Und die Tage werden jetzt wieder kürzer. Im Moment geht, glaube ich, um kurz vor 10 die Sonne erst unter, aber das wird als jeden Tag ein bisschen früher. Und wenn man dann mal so am Abend unterwegs ist, dann kann es halt sein, dass man wirklich komplett gegen die Sonne fährt und dann fast blind ist, weil einen die Sonne so blendet, ziehen Sie die Brille auf. Machen Sie beide Brillen in Ihr Auto oder richten Sie zum Fahrrad, wenn Sie es beim Fahrradfahren benutzen wollen. Und schon sind diese Sichtprobleme für wenig Geld behoben. Und das ist ja das Schöne. Also ich selbst habe auch vor knapp 3 oder 4 Jahren eine polarisierende Sonnenbrille gekauft. Und das war jetzt keine mit Sehstärke. Also ich habe Gott sei Dank jetzt keine Sehschwäche und dementsprechend konnte ich mir da schon mal viele 100 € sparen. Naja, jetzt kam es aber dazu, dass ich, wie gesagt, das polarisierende Modell haben wollte und da habe ich für eine ganz normale, stinke, einfache Brille 160 € gezahlt, liebe Zuschauer. Das ist an dieser Stelle noch einmal so ein bisschen der Beweis dafür, dass 18,91 € für das Zweier-Set jetzt wirklich ein ganz, ganz kleiner Preis ist. Und es geht ja auch nicht darum, vielleicht haben Sie ja schon eine Markensonnenbrille, auch mit ihrer Sehschwäche, wo sie sagen, das ist mein Nonplusultra, das ist meine Lieblingssonnenbrille, die habe ich auch extra anpassen lassen, habe ich viel Geld für gezahlt. Ist ja auch in Ordnung. Aber man möchte doch so im Alltag nicht jeden Tag die teure Sonnenbrille anziehen. Man möchte doch nicht jeden Tag aufpassen, wenn man jetzt mal eben im Auto sitzt, wenn man vielleicht im Garten was arbeitet. Da kann man diese Sonnenbrille dann einfach ohne schlechtes Gewissen tragen. Da ist man hier einfach perfekt gerüstet, liebe Zuschauer, um dann einfach zu sagen, Mensch, ich kann die jetzt einfach schnell, zack, zack, über meine Brille aufziehen. Die Night Vision, die lasse ich sowieso immer im Auto, weil sowas werden Sie wahrscheinlich noch nicht haben. Die bleibt immer im Auto. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich da maximalen Komfort habe. Und für 18,91 € darf man sich dieses Zweier-Set jetzt wirklich mal gönnen mit der NX7351 und der 569, der Bestellnummer NX7351 und der 569. Und Ralf, ja, du hast es gesagt, gerade auch die Cabrio-Fahrer, die werden natürlich diesen Schutz an den Seiten, um keinen Zugwind auf das Auge zu bekommen, sehr, sehr nutzen und vor allem auch sehr lieben. Für die Radfahrer hervorragend, für Sie hervorragend, wenn Sie einfach nur eine Brille benötigen für den Garten. Und wo wir natürlich an dieser Stelle auch nochmal appellieren, ist auf die Night Vision, ganz einfach, um die Angst vor den Nachtfahrten zu nehmen und um diese Nachtfahrten natürlich auch etwas angenehmer zu gestalten. Denn gerade mit den starken Kontrasten ist es auch anstrengend für die Augen und für den Kopf. Und da kann wirklich sehr, sehr viel passieren, wenn man da nicht die ganze Zeit aufmerksam ist. Wenn man sowieso ein bisschen Furcht hat, probieren Sie das mal aus für 18,91 €. Das Zweier ist jetzt schon auf dem Weg zu Ihnen zum Spitzenpreis. Wir wünschen viel Spaß und vor allem gute Fahrt.